Chaoscraft Folge 101, heute mit einer Massentierhaltungsmaschine. So, und damit herzlich willkommen zu einer rationalen Ausgabe von unserem Chaoscraft. Musste das direkt am Anfang sein? Ist das dein Ernst? Mit dabei ist natürlich wie... mit dabei ist natürlich jemand, der... und? Der Le Copa. Dankeschön. Ja, da kriegt man... Nein, das ist wirklich viel zu laut. Hör mal auf mit dem Mist. Ich muss das runterpegeln, das geht nicht das anders. Das Lustige ist ja, ich höre dich dann immer nicht, wenn das piepst. Echt? Ja. Oh, shit. Ich warte noch drauf, dass du das eine Folge lang komplett durchziehst. Ich hatte es überlegt, mich hört man, aber das, der Witz das ist, mich hört man auch nicht. Mich hört man auch nicht. Ja gut, das liegt weil das so laut ist. Das übersteuert einfach mal alles. Depp. Schade, ich dachte, das funktioniert. Tja, ja. So, was ist denn bei dir heute geplant? Heute ist Mittwoch, gell? Steht eigentlich irgendwas Besonderes an? Weiß ich nicht. Guck mal in der Schlange, ob was ansteht. Nee, da ist nichts. Okay, dann nicht. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit in meinem Haus weiterbauen, aber das müsste ich ja irgendwann erstmal machen. Also ich müsste erstmal mir angucken, wie es weitergebaut wird. Ja, ich auch. So. Okay. So. Hörst du die Sirene? Welche Sirene? Ich hab die nochmal angeschmissen. Ernsthaft? Ja. Glaube ich nicht. Doch, ich hab die wirklich... Du verarschst mich. So. Ich möchte heute weiter... Ja, okay, gut, dann hast du sie auch angeschmissen. Von mir aus. Ja, wenn du sie nicht hörst. Nö. Ist ja auch gar aber weißt du, was ich machen kann, wenn du die Sirene anmachst? Nein, nicht die Sirene! Hör auf mit dem Mist! Ich habe einfach gar nichts gehört von dir, ne? Ich habe auch nichts gesagt. Achso, okay. Du hast es einfach ertragen. Nee, ich habe nichts gehört. Das Gemeine ist ja, dass du es ja ebenfalls nicht hörst, ne? Oh. Ich hör beziehungsweise, was heißt denn ebenfalls? Du hörst das nicht, wenn du es ausführen solltest. Ich höre halt die Sirene wirklich nicht, wenn die an sein soll. Ja, ist okay. Die geht ja gleich aus, oder? Warte mal, gucken, ob das wirklich hier mit der Musik... Das geht echt mit dem Musikregler. Ich krieg echt die Krise. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ich hoffe, dass ich tief genug bin. Sind die Laserschwert-Mod mittlerweile? Nein. Die haben wir doch gar nicht mehr dabei. Achso. Das weißt du doch eigentlich genau. Für die ganzen Kristalle? Ich meine, ich hatte die ja da gehabt. Die waren ja wertvoll. Nix. Wie nix? Ja, nix. Kann ich nicht einen Diamanten aufwiegen oder so? Nee. Das wäre unfair. Obwohl, ich hatte ja auch 4, ne? Ja. Glaube ich. Ich meine, ich hätte okay, doch ich will sie nicht in Diamanten aufwiegen. Was machst du denn heute? Wieso? Du hast schon wieder hier das Spiel verlassen. Ja, hast ja du ich keine hab Lust Bock irgendwie. Ja, warum denn? Was habe ich dir denn heute getan? Weil du kacke bist. Sagt. Wer geht denn hier mit... Du machst doch so einen ohrenbetäubenden Lärm hier. Ich hab dir doch gar nichts getan. Oder? Mein Bildschirm geht aus. So, jetzt ist er wieder an. Wie war das nach 10 Stunden, ne? Ja, nach 10 Stunden geht er wirklich aus. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn ich hier die Anzeige sehe. Ich muss das unbedingt wieder umstellen, sonst habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Ich bin zu lang am PC hier, das ist... Das kann doch nicht sein. So... So. Ich muss ehrlich sagen, wir haben das Ende leichter gespielt als sonst eine Höhlentour. Ja? Ja, oder? Bei normalen Höhlentouren sind wir schon mal gestorben. Ja, das stimmt. Nicht. Ja gut, wir waren aber auf normalen Höhlentouren bist du auch nicht so ausgestattet, wie wenn du das Ende besuchst, zumindest bei uns. Ja. Was meinst du jetzt damit? Ja, ich meine, du gehst ja nicht, du machst ja keine Höhlentour mit 3 Lucky Potions. Ja, nein, die habe ich ja nicht genommen gehabt. Nicht? Nö. Hattest du keinen Lucky Potion? Nö. Ich schon. Ja, Pech. Ja, warum auch? Ich bin ja die ganze Zeit drüber geflogen. Jetzt musst du hier eigentlich... Enderdrache mit Lucky Ho erschlagen. Ich komme da drauf nicht ganz klar. Huch. So.
Ich muss hier noch ein bisschen ausleuchten wahrscheinlich. Ich habe eine Fackel. Hier funktioniert das mit diesem Strip Mining. So, warte mal, ich bin hier gerade jetzt hier mich am Konzentrieren. Mist, ich hätte alles ein bisschen weiter. Ach shit. Hallo? Ja? Strip Mining, wie funktioniert das? Hat das was mit Striptease zu tun? Nee, leider nicht. Nee, das ist einfach, auf einer gewissen Höhe in eine Richtung buddeln und hoffen, dass du irgendwann auf Diamanten stößt. Müssen es Diamanten sein? Ja, was willst du denn sonst? Redstone! Finden. Ja, oder Redstone halt. Baust du hier irgendwas ab gerade? Nee. Wieso? Ich dachte, du wirst bei mir hier wieder randalieren. Nee, das machst du von ganz alleine. Hä? Was denn? Wo kam auf einmal die Schaufel her? Ich habe eins von Enderaugen gefunden. Was für eine Schaufel? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und die spinnt mein. Backt mein Inventar wieder so komisch. Nee, oder? Nee, ich verdammt. Nein. Ich bin gerade zum Endportal nochmal geflogen. Ach so. Alter, wir sind einfach nur falsch abgebogen. Wir wären direkt da reingelaufen. Echt? Ja. Oh Mann. Wir sind nur von vornherein in die falsche Richtung gelaufen. Von vornherein einfach in die falsche Richtung. Der Vakuum troppert scheinbar eben gerade meine Schaufel, die ich benutzt habe, aus meinem Inventar gezogen. Auch nicht schlecht. Hä, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. So. Ich werde das alles hier etwas. Ich werde es hier erstmal flachlegen. So. Wow, aber es hat funktioniert. So, das ist so eine Art Dingentschaltung. Ich glaube so eine. So. Komme ich da noch ran? So, das wird super, wenn das einmal funktioniert. Aha. Wo ist die Touch? Wenn es einmal funktioniert. Ja. Hä? Und hier verschwinden gerade die ganze Zeit meine Sachen. Ah, ich finde nicht mehr raus. Oh. So, muss ich jetzt auf Rettungsmission gehen? Ja, hilf mir. Ach, ich Depp. So, es wird langsam dunkel. Was Echt? Willst du überhaupt beim Ende? Ich wollte gucken, ob es da irgendwas gibt, was man noch brauchen kann. Wolltest du dort Lucky Blöcke farmen oder was? Nein, nicht im Ende. Also ich wollte nicht ins Ende selbst gehen. Wenn du da Kisten findest, vielleicht sind da Kakaobohnen drin. Das kann auch immer vorkommen. So. So. Und so. Und so. Oh, ich denke mal, du baust sie ab, dabei fressen die Schafe hier die ganze Zeit. Ja. Tja, ja. So, jetzt muss ich das einmal kurz testen. Ha, super, 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 super. So. Phase 1 ist schon mal geschafft. So. Wie komme ich jetzt an Redstone? Das ist eigentlich schon fies, was ich hier mache, aber es ist extrem lustig. Redstone. Ich brauche mir welchen bei dir. So viel habe ich aber nun auch wieder nicht. Wie viel hast du denn? Ich weiß es nicht, ich glaube. Reicht mir. Anderthalb. Nehm ich. Depp. Wieso, Depp? So, warte mal, ich glaube, ich brauche sogar ein. Warte, wie hatte ich das denn jetzt geplant gehabt? Genau, ich. Muss, aber ich wieso, muss, ich brauch, wieso müsste es nicht eigentlich so sein, dass nachts... Ich arbeite sogar jetzt mit einem, oder gleich mit einem Ventilator. What? Ja. Just say. What? Davon haben wir doch irgendwo so viele übrig gehabt, oder? Ich hatte noch welche übrig, du hast die alle verballert. Doch. Nee, ich habe noch 20. Echt? Ja. 24. So, dann werde ich das gerade mal... Ach, ja. Das brauche ich nicht mehr, das nicht. Heute ist ja eine ganz besondere Folge. Welche? Die 101. Und das sagst du erst jetzt? Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Toll. Ja. Tut mir leid. Wann hast du es gemerkt? Jetzt. Gerade eben erst? Gerade eben. Ach so, gut, ich dachte schon, dass du das direkt am Anfang schon gewusst hast. Nein, ich hab dir das nicht vorenthalten. Okay, na gut.
Okay, dann bist du entschuldigt. Okay, gut. Was machen wir denn heute Besonderes? Ist das wirklich die 101. Folge? Sehr gut. Ja, da kann man sich nie sicher sein. Also, ey, Quatsch. So, so, und das brauche ich noch. Ein Ventilator habe ich. Ich habe Redstone. Ich habe alles. So. Kann man Level eigentlich mit Wasser verdünnen? Gute Frage. Wäre natürlich lustig, aber ich glaube nicht. Also so, dass es einfach mehr aussieht, aber einfach nur genauso viele Level sind, dass du quasi ein Level strecken kannst und es aussieht wie 20 Level oder so. Nee, aber du kannst da auf jeden Fall, du kannst aber trotzdem in den Tanks kannst du natürlich trotzdem auch Wasser irgendwie packen, ne? Ja, nicht zusätzlich. Nee, zusätzlich leider nicht. Sag mal, greift man einen Möpser eigentlich an, wenn man unsichtbar ist? Soweit ich weiß, schon. Was soll das denn? Glaube ich. Warum soll man denn dann unsichtbar sein? Ja. Das ist eher, wenn man im Multi. Ich weiß auch nicht, was das bringt, wenn man alleine spielen sollte und so einen Unsichtbarkeitstrank gebraut hat. Keine Ahnung. Ich hätte gern Kakaobohnen. Ich auch. Boah, jetzt ein Kakao. Also jetzt in echt, meine ich jetzt. Wollen wir welche machen gehen? Oh ne, weißt du, wie spät es ist? Gleich wieder 1:30. Was hat das mit Kakao zu tun? Da ist ja Koffein drin. Ja, trotzdem. Ja, wie trotzdem? Ich wollte gleich eigentlich ins Bett. Ja, und? Ja. Ja, es gibt welche, die trinken Milch mit Honig und wir trinken Milch mit Schokolade. So, Ein warmer Kakao zum Einschlafen. Mit Marshmallows. Ja, stimmt eigentlich. Mit... Okay. Also die Marshmallows sind optional. Warte mal, ich muss mich hier aber trotzdem gerade noch konzentrieren. Hier, Kröte, sag mal an, also so Junglewood ist ja eigentlich immer so ein Viererblock, oder? Also ich meine jetzt so ein Baum hat vier... So ein Stamm aus vier Blöcken, oder nicht? Ja, aber ich glaube, da gibt es auch andere Biome, die mittlerweile ähnlich aussehen. Ja, ja, das ist nämlich das, wo ich drauf eingefallen bin, so ein paar Mal. So. Also ich fliege ja jetzt hier schon wieder durch, ich habe einen Lucky Block gefunden. So, boah, das wird so, das wird klasse. Ups. So. Also das... Also eigentlich funktioniert das so, dass hier die Eier dann getroppt werden. Da muss ich ein bisschen warten, da muss ich einen Hebel betätigen und der Rest passiert ganz alleine. Aha. So, dann wird das quasi hier... Von Jans alleine. ...weiter transportiert. Richtig lustig. Wie lange haben wir jetzt eigentlich? Wir haben noch ein bisschen, wir haben noch 7 Minuten. 7 Minuten, okay. Das ja. Heißt, ich fliege jetzt 7 Minuten in eine Richtung kannst und noch auf Kakaobohnen stoße. Achso, ich dachte, du wolltest Redstone farmen. Ja, dafür muss ich in die Höhlen rein. Okay. Irgendwie habe ich es gerade nicht so mit Höhlen. Ich weiß nicht warum. Na, gut. So. Aber wie mache ich so einen Jack-Lantern? Brauche ich da kreuze ich da einfach so einen Kürbis mit einer Fackel? Musst du gucken, ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Okay, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Minecraft ist ja nicht so meins. Ja, das haben wir alle schon. Aber den Enderdrachen mit einer Hohe erschlagen. Ja. Also, so. Gut, im Endeffekt hast du ihn ja erschlagen, aber... Jetzt ist es an. Sag mal, kann man auch mit Zombies handeln, eigentlich? Nee. Nicht? So ein paar Synapsen gegen Brot oder so? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kannst es ja mal ausprobieren, aber ich meine nicht. Also mir haben sie noch nichts angeboten. Ja, von nichts kommt auch nichts. Sorry, aber der war zu einfach. Das war so eine Steilvorlage. Ja, ich weiß, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht. So, warte mal. So. So brennt man eigentlich unterschiedlich lang. Wenn ich zum Beispiel in Lava fliege, brenne ich also so reinfliege und wieder rausfliege, brenne ich einfach viel, viel länger, als wenn ich mich mit einem Feuerzeug verbrenne. Ja, oder wenn dich ein Zombie angreift, kannst du ja auch ab und zu in Flammen aufgehen, ne? Ja, wenn der schon brennt, ne? Ja, ja, ja. Ja, aber das brennt ja auch länger als. Da muss der bräuchte wirklich Wasser. Oder ne? Nee. Wie schreibt man nochmal Lava? L-E-A-V-E-R. L-E-A, stimmt. Was? Echt? L-E-A? Oder mit 2 E? Keine Ahnung, Mann. Wie viel Uhr ist es denn? Als ob ich das weiß, wenn es 1:30 ist. Hä, hatte ich das nicht richtig? Ich hatte das doch vorhin richtig eingetippt, oder nicht? Was soll denn der Mist? Cobblestone und Sticks. Wow, das hätte ich sogar mal dabei gehabt. Mein Gott. Vielleicht kriege ich das sogar in dieser Folge noch hin. Was hast du gerade gesagt? Was? Du hast mich schon wieder angesprochen. Warum denn? Oh
Mann, das ist so nervig, dieser Gag. Ja, aber er ist gut. Nein, ja. Eigentlich nicht. So. Wie nennst du einen Afroamerikaner, der ein Flugzeug fliegt? Keine Ahnung! Mensch, Pilot, du Rassist! Bedummts! So, jetzt ist der Weg hier nicht blockiert. Aber das Ding ist aus. Hier hinten war schon mal einer von uns. Der Lucky Block ist weg. Ja, nee. Doch. Zwangsweise, wenn da so ein weißes Ding steht ohne Lucky Block, dann muss hier einer von uns gewesen sein. Ja, und hier ist auch einer ausgelöst. Da es ein roter war, wo jetzt so Lava dran ist, war es wahrscheinlich ich. Warte mal, wie hatte ich das denn jetzt gemacht? Noch ein Lucky Block. Ich glaube, ich werde das doch hier hinsetzen. Weißt du, was eigentlich fies wäre? Sicher. Wenn denn? Ich einen Lucky Block irgendwie freilege, also so ein Netherrack Lucky Block, den so mache, dass es aussieht, als wäre es ein ganz normaler. Ja. Und den halt auch so freigebuddelt. Das mache ich nächstes Mal. Also wenn ich an einen. Ach nee, das ist ja auch gefährlich für mich, weil ich werde mir das sicherlich nicht merken können. Ja, eben. So. Zumal, woher willst du nicht wissen, jetzt das ist aus und hat. Wenn ich jetzt hier den Hebel umlege, dann werden die hier hingepustet. Oder auch nicht. Ach, ja. Das hat nicht so ganz funktioniert. Also Kohle finde ich ja hier auch mass, ne? Ich glaube, das ist ja auch viel zu. Oder Rosen, gut. Schweine. Kopas. Ja, schon wieder. Ja. Hast du irgendeinen Chicken gesehen oder irgendwie sowas? Nee, aber Schafe. 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 Gut. So. Und Bäume. So. Und. Es funktioniert. Und so ist es. Ha! Yeah! Haha! So, jetzt dürfen die nur nicht ausbrechen. Mein kleiner grüner Kokos. So. Jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. Wow! Musst du dich rauslassen? Nee. Oh, Hunde! Ich habe noch einige. Ach nee, hier Hunde! Habe ich nicht. Oh, das Zombie Brain habe ich natürlich so rausgelegt. Kommen die hier noch irgendwie raus, wenn ich die. Nee. Warum guckt sich so ein Hund direkt so Base an? Ich bin unsichtbar und eine Fledermaus. Nein, ich muss doch die Leitung da legen, oder? Oh nein. Und Tom, also ich brauche auf jeden Fall irgendwann noch einen Wartungsraum hier irgendwie. Mhm. Tom und Jerry haben uns auch gelehrt, dass Hunde und Mäuse beste Freunde sind. Mhm. Genau. Wieso denn? Tom und Jerry, Hunde und Mäuse. Ja. Oh, ein Lucky Block! Ein Lucky Block! Und Kühe! Dann erzähl mal, was drin ist. Du fragst, das ist immer dasselbe mit dir. Ich sehe einen Lucky Block und du sagst, was ist denn drin? Ich hab. Ja, und? Wenn ich den sehe, dann bin ich dann doch. Dann sag es mir dran. Später. Oh, Eimer. Super, ich habe mein ganzes Inventar voll gemüllt. Ja, das kenne ich. Oh mein Gott, was willst du denn hier jetzt? Ich hatte doch hier noch irgendwo welche. Ich hatte aber ziemlich lang durchgehalten hier. Also ist ja cool. Ja. So, und jetzt brauche ich nämlich noch ein ganz neues Tool, der Assembly Mod. Eins, was wir noch nicht ausprobiert haben. Premiere. Na? Für. Ich weiß nicht, wie es heißt. Den Chicken Töter. Den Schocker. Da. Der tötet die Chickens. Stone, Redstone, Feuerzeug. Mehr braucht man nicht. Dadurch spare ich ziemlich viel Kohle. Denn man muss. Oh nein, ich glaube, ich brauche ein neues. Ja, weil das setzt Mobs in Flammen. Toll. Wenn du einen Chicken verbrennst, kriegst du dann direkt Cooked Chicken? Ja. Echt? Ja, komm. What? Ja, ich meine schon. Ja. Also das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich meine es zu wissen. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Eisen, das war hier. So, dann mache ich nochmal ein ganz neues Feuerzeug. Zack, und boah, das wird echt klasse. Zack. Da ist es auch schon. Geil. Oh, ich hasse es, wenn eine Höhle so vielversprechend aussieht. Und die geht als tiefer in den Berg rein, dann ist doch eine Sackgasse. Ja, kenne ich. Aber vielleicht bist du eigentlich so weit weg, dass du theoretisch Silicon finden könntest? Wahrscheinlich. Hier liegen auch schon wieder Lucky Blöcke offen rum. Na, dann ist es eher unwahrscheinlich. So.
Wieso denn, wenn die schon wieder hier offen? Nein, also noch nicht geöffnet. Also sichtbar, offen sichtbar. Das meine ich damit. Muss ich eigentlich mal testen. Oh, da ist einer in Netherrack. So, hier wird das direkt. So, mal gucken. Jetzt werfe ich hier einfach mal Knochen hin. Da, der Knochen wird jetzt dahin. Hingeschoben und dann hier auf das Fließband. Geil, das funktioniert schon mal. Sieht noch nicht allzu schön aus, aber das wird noch. Das wird noch. Ich will Kakaobohnen. So, erstmal wieder den Hebel betätigen, dann geht nämlich auch der Ventilator aus. Bup. So, damit habe ich eigentlich schon mehrere Mods kombiniert. Zwei Stück. Wie wollen wir eigentlich, lass mal philosophieren, wie wir ein Rezept für Kakaobohnen machen würden. Ja, hatte ich doch gesagt. Wie denn? Ja, braune Farbe und Seeds. Ernsthaft jetzt? Ja, warum denn nicht? Ist doch Quatsch. Wie teuer ist braune Farbe? Gibt es überhaupt braune Farbe? Wahrscheinlich nicht. Ja schon, aber dafür brauchst du Schafe. Es gibt keine braune Farbe. Braune Farbe sind Kakaobohnen. Ganz toll. Super. Ja genau, wir brauchen braune Farbe und Seeds. Sehr schöne Idee. Genau. Super. Super. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Hier, hast du denn eine Idee? Seeds und Erde oder sowas. Oder Junglewood und Seeds. Das wäre vielleicht eine Idee. So, dann muss ich jetzt. Weil Junglewood finden kannst du ja durch so ein TNT bekommen, immerhin. Oder nicht? Oh, ich muss das noch tiefer setzen. Ja. Ich muss das hier hinsetzen. Ach komm schon, wieso passe ich denn da nicht durch? So, abnehmen, die Zeit ist jetzt auch langsam. Abnehmen. Ja, ja, die Zeit ist jetzt auch mal langsam wieder um hier. Das ist ein bisschen schon schade. Schon wieder, ich bin schon wieder nur in der Gegend rum. Ich suche ja immer noch nach Kakao. Ja, ich bin hier schwer produktiv. Echt? Schwer ja, unproduktiv? Wirklich. Nein. So, das hier kann ich jetzt eigentlich hier dicht machen. Ich glaube, dass ich das in der nächsten Folge garantiert fertig habe. Okay. Eigentlich habe ich dafür mehr Zeit. Jetzt mal, bevor wir die Folge beenden, also die 20 Leute, die noch zuschauen, rede ich eigentlich... Doch so viele. Ich habe optimistisch geschätzt. Und uns zweimal gezählt. Ach so. Ja, aber erst mal, Spaß beiseite mit Ö. Rede ich eigentlich zu schnell bei der Abmoderation? Nö. Also, jetzt nur nochmal, damit ihr einen Vergleich habt, jetzt die Abmoderation in Originalzeit. Also ich bedanke mich für euch Zuschauen, ich hoffe, es hat euch genauso viel gemacht wie uns beiden. Falls ja, dann hinterlasst doch einfach ein Abo, also, Kommentar oder Like oder Kommentar und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also eigentlich schneide ich das ja raus, ne? Achso. Also deine Abmoderation. Okay. Deswegen können die da eigentlich gar nicht drauf antworten. Also eigentlich schneide ich komplett deine Audiospur raus. Ja, benutzt du die denn überhaupt? Nö. Echt nicht? Wer kann hören? Ah! Okay, gut, ich benutze sie. Ja. Oh Mann, okay, gut, dann testen wir das direkt in der nächsten Folge. Gut, das war's. Okay. Oder? Soll ich wolltest du es jetzt nochmal sagen oder darf ich einfach sagen und tschüss? Ja, und tschüss. Okay, und tschüss. Und tschüss. 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 Ja, ist gut, jetzt komm. Okay, ciao. Okay. Tschüss. Okay, gut. Bis dann.